Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und zwar wollte ich mit euch heute die Playmobil-Kita aufbauen. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Auf der Vorderseite sehen wir einmal die Kita. Und zwar ist sie von City Life, die Nummer 5567. Und hier unten haben wir dann noch einmal ein Bild mit der Kita und einem weiteren Anbau. Und zwar hat das die Nummer 5570. Und ich würde sagen, wir schauen uns einmal die Rückseite an. Hier haben wir einmal alle Sachen, die dabei sind, wie zum Beispiel hier einmal die Kita und ganz viele Kleinteile. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze denn jetzt auch schon gleich mal auf. Bei der Kita waren einmal diese große Platte hierbei. Dann haben wir hier noch einmal eine Platte in etwas kleiner. Und natürlich ein Haufen von Wänden, und zwar einmal hier diese hier. Dann haben wir hier noch einmal so Doppelwände. Einmal welche in einer Dreiecksform. Dann haben wir hier noch einmal eine orangene und drei weiße Klötze. Und ein paar Schränke, die sehen so aus. Hier kann man später noch so Schubladen einbauen. Und auf der Rückseite haben wir hier noch einen Klotz. Dann haben wir natürlich auch noch jede Menge von Fenstern. Einmal haben wir hier die großen Fenster. Dann haben wir hier aber auch noch einmal die zwei kleinen Fenster mit einer kleinen Fensterbank. Und natürlich haben wir einmal hier die Tür. Und die orangene Treppe, die sieht so aus. Dann haben wir hier noch einmal zwei grüne Wände. In dieser Tüte haben wir einmal die ganzen Fenster. Und dann haben wir hier noch einmal eine Tüte mit Dächern und einer Grasfläche. Dann haben wir hier natürlich einmal die Anleitung mit ganz vielen Kleinteilen. Hier zum Beispiel einmal die Tür und gelbe Verbinder sowie rote und jede Menge Sticker. Dann haben wir hier natürlich noch eine Menge von Kleinteilen, wie zum Beispiel Becher. Und hier haben wir noch einmal rote Verbinder. Und in dieser Tüte haben wir hier einmal einen Spiegel, einen Stift und Blumen drinne. Dann haben wir hier noch einmal eine Mischmaschtüte mit jede Menge Dingen drin, zum Beispiel hier einmal Pflanzen. Dann haben wir hier einmal das Badezimmer drin und noch andere Teile. Und zum Schluss haben wir hier noch einmal die ganzen Kleinteile, wie zum Beispiel Stühle oder aber das Puppenbett. Und dann haben wir hier noch einmal die ganzen Figuren, einmal die Kinder und die Erzieherin. Als erstes braucht ihr einmal diese große Platte hier. Die legt ihr euch am besten so hin. Und dann befestigen wir auch schon das erste Teil. Und zwar ist das einmal das Gras. Ich habe auch schon immer die Verbinder dran gemacht. Und das Gras kommt hier einmal oben in die Ecke. Und unten rechts in die Ecke kommt einmal der Eingang. Und zwar brauchen wir dafür einmal diese beiden Teile hier. Und das eine von denen hat hier noch ein weißes Teil dran, genauso wie das große Stück. Und dieses Teil kommt hier einmal ran. Dann haben wir hier einmal das große Stück. Das hat hier auch so ein Teil dran. Das müsst ihr daran befestigen. Das kommt dort neben. Und zum Schluss kommt hier noch einmal das Kleine ran. Und jetzt werden wir als nächstes die Küche zusammenbauen. Für die Küche brauchen wir als erstes einmal dieses Regal hier. Und dann einmal zwei von diesen Balken hier. Die kommen jeweils an die eine Seite dran. Dann haben wir hier einmal die Küche. Ich habe hier auch schon einmal die Sticker raufgeklebt, aber jetzt fehlt nur noch der Wasserhahn.
Und dann können wir das Ganze auch schon zusammenbauen. Und zwar kommt die Küche hier einfach unten rein. So. Und dann haben wir hier noch einmal zwei Regale. Einmal dieses blaue hier. Das packen wir hier auch rein. Und dann noch einmal ein grünes. Und so sieht die fertige Küche aus. Und die werden wir jetzt einmal in unsere Kita einbauen. Und zwar kommt sie einmal ganz oben in die Ecke hier. Und so sieht die Kita bis jetzt aus. Und ich würde sagen, wir machen auch gleich schon weiter. Als nächstes kommen dann auch schon die Fenster. Und zwar kommen sie hier einmal neben die Küche. Und hier müssen wir dann aber allerdings noch einmal die Fenster einbauen. Und zwar kommt das erste Fenster einmal hier hin. Daneben kommt dann einmal so ein weißer Klotz. Hier würden jetzt allerdings noch ein paar Sticker raufkommen. Und zwar von den selbstgemalten Bildern. Und zwar Sticker 4, 1 und 3. Aber die möchte ich gerne woanders platzieren. Genauso wie bei diesem Fenster hier. Hier würde allerdings jetzt noch Sticker 8 hinkommen. Allerdings würde ich den auch gerne woanders hinmachen. Und als letztes kommt dann noch einmal dieser Pfosten hier. Und der hat hier mehr Einstechlöcher als der andere. Und dann kommt auf die andere Seite einmal dieses Regal hier. Und an das Regal kommt dann noch einmal dieser Pfosten. Und in das Regal kommt dann noch einmal diese blaue Schublade hier. Nun kommen wir auch schon zum Badezimmer. Und zwar kommt es hier direkt neben die Küche. Als erstes kommt hier allerdings aber so eine grüne Wand hin. Und daran befestigen wir einmal diesen orangenen Klotz hier. Und das kommt alles dann einmal hier hin. Und dann kommen wir auch schon zum Badezimmer. Und zwar haben wir einmal zwei von diesen Waschbecken hier. Und die kommen an diese Wand hier. An diese Wand kommt dann auch noch so ein orangener Klotz. Und das Ganze kommt dann einmal hier hin. Und darüber kommt dann einmal diese orangene Platte hier. Die sieht so aus. Und darauf kommen dann noch einmal diese Teile hier. Aber ich würde sagen, wir machen die da oben erst einmal fest. Und jetzt können wir einmal diese Teile hier raufsetzen. Und
unten kommt dann noch einmal ein orangenes hin. An die Seite hier hinten rechts kommen dann auch noch mal zwei Fenster. Daneben kommt dann noch einmal dieser Klotz hier. Und dann kommt das nächste Fenster. Und zum Schluss kommt dann noch einmal so eine Stange dahin. Jetzt werden wir den Eingang bauen. Und zwar kommt ihr natürlich hier einmal ganz nach vorne. Aber zuerst werden wir die Garderobe aufbauen. Und zwar braucht ihr dafür einmal dieses Regal hier. Und das kommt dann einmal hier an diese Seite. Und darauf kommt dann einmal wieder so eine Welle. Davor kommt dann einmal dieser Klotz hier. Und zwar sind hier auch schon zwei Sticker drauf, die Nummer 19 und 20. Der kommt hier vor. Und darauf kommt jetzt noch einmal diese Kappe hier. Dann kommt jetzt auch schon auf den Spielturm die Pfosten. Und zwar haben wir zwei von diesen hier. Hier unten ist auch schon einmal der Stecker und oben nur einmal andersrum, denn jetzt kommt hier einmal die Fahne drauf. Und dafür brauchen wir natürlich auch zwei Fahnen. Und das Ganze werden wir jetzt einmal auf den Turm setzen. Und dann noch das Ganze ein zweites Mal. In die Garderobe kommt dann natürlich auch noch einmal dieses Teil hier. Und dann kommt hier einmal links in die Ecke dieser Klotz drauf. Und daneben kommt dann noch einmal der hier. Und dann zu guter Letzt kommt natürlich auch die Tür und hierfür haben wir einmal eine Glastür und da werden wir das Ganze einmal reinsetzen und die Tür braucht natürlich auch noch Griffe. Die werden wir jetzt auch noch einmal befestigen. So sieht das Ganze jetzt aus und das kommt natürlich hier vorne hin.
Machen wir dann auch gleich weiter mit dem Eingang. Und zwar kommt hier jetzt einmal dieser Klotz hin. Hier habe ich diesmal auch die Sticker aufgeklebt. Und zwar haben wir hier einmal als erstes den Sticker 7, 9 und dann die 5. Und der kommt jetzt einmal hier hin. Daneben kommt dann jetzt einmal dieses Regal hier. In das Regal kommen dann auch noch gleich ein paar Sachen. Aber als erstes befestigen wir hier noch einmal diesen Klotz. In das Regal kommen einmal diese Mikrowelle hier. Dann kommt da noch einmal das hier rein. Und dieses Fach hier. Und dann haben wir als nächstes noch einmal das Badezimmer. Und zwar haben wir hier einmal die Toilette. Hier haben wir einmal dieses Teil hier. Und darauf kommen jetzt jeweils einmal die Toiletten. Dann kommen hier einmal an die Seiten zwei Bürsten rein. Und dann kommt hier einmal diese Wand hier rein. Hier haben wir auch einmal in der Mitte Klopapier und zwei solche Klappwände dran. Und das Ganze kommt dann einmal hier hin. Jetzt müssten wir nur noch die Küche zu Ende bauen, um mit dem zweiten Stockwerk anzufangen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch gleich schon mal. Und zwar haben wir hier einmal dieses Gestell. Da muss man das unten einstellen. Und ich würde sagen, wir bauen erstmal das Gestell auf, bevor wir das Waschbecken dort einbauen, damit das einfacher geht. Und in das Gestell kommt jetzt auch schon das fertig zusammengebaute Waschbecken rein. Vorne in die Ecke kommt jetzt auch schon die erste Treppe, und zwar das kleine Stück davon. Und dann kommt obendrauf einmal diese Platte hier aus zwei Teilen. Und einmal dieses Teil hier. Das kommt dorthin. Als nächstes werden wir jetzt diese ganzen 5 Würfel hier verbauen und ich würde sagen, wir starten dann auch gleich schon mal. Und dann kommt hier auch nochmal so eine Abgrenzung hin. Und als nächstes kommt dann hier hinten in die Ecke ganz oben einmal ein kleines Regal. Dafür brauchen wir natürlich einmal ein Regal. Und hier haben wir einmal 3 Sticker. Und zwar die 10, 6 und die 2. Und auf die Rückseite kommt dann noch die 22, aber das mache ich erst nachher.
Und das Ganze kommt dann einmal hier hin. Und dann kommt da natürlich noch einmal eine kleine Schublade rein. Und als nächstes werden wir dann auch schon einmal die Fenster aufbauen. Und zwar kommt daneben nämlich einmal diese Fensterreihe hier. Und da müssen jetzt noch einmal die beiden Fenster rein. Und dort neben kommt dann noch einmal ein zweites Regal. Und zwar das hier, da kommt gleich noch eine Tafel rein. Und daran kommen dann wieder zwei von diesen gelben hier. Und jetzt kommt dann noch einmal diese Tafel rein. Da wir jetzt auch gleich bei der Treppe sind, würde ich sagen, schieben wir das Ganze etwas weiter nach links. Aber jetzt kommt erst einmal diese kleine Absperrung hier dran. Und dann kommt auch schon die Treppe daran. Und zwar habe ich die auch schon einmal zusammengebaut. Und das Ganze werden wir hier jetzt einfach befestigen. So sieht das Ganze dann auch schon aus. Und dann kommt hier oben noch einmal eine Uhr hin. Und dann kommen einmal hier oben auf das Dach diese Dreiecke hier. Und dann auch nochmal auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, bevor wir das Dach drauf machen, ändern wir noch einmal die Position. Und zwar schauen wir jetzt einmal von vorne drauf. So sieht das Ganze einmal von vorne aus. Da kommen allerdings auch noch zum späteren Zeitpunkt die Sticker rauf. Aber wie gesagt, ich möchte die Sticker nämlich etwas anders platzieren als, naja, beispielsweise angegeben. Und jetzt kommt auch schon das Dach drauf. Und zwar kommen hier einmal diese beiden drauf. Dann haben wir hier nochmal so ein Dreieckdach. Und hier an die Seite kommt dann einmal dieses Dach hier. Und dann noch ein weiteres Dreieckdach. Und hier vorne kommen dann auch noch ein paar Blümchen hin. Und zwar haben wir hier einmal diesen Busch. Der kommt hier hin. Und dann auch noch einmal drei Blumensträuße. Und zwar einmal den. Immer mit gelb-roten Blumen. Allerdings hat hier eine Blume gefehlt. Deswegen habe ich bei dem einen Schmetterling genommen, der da auch bei war. Und zwar sieht er einmal so aus, der ist blau.
Und ich würde sagen, jetzt richten wir noch einmal die Kita ein. So sieht die Kita bis jetzt aus, aber ich würde sagen, das ändern wir jetzt auch gleich mal. Und zwar haben wir hier als allererstes einmal eine Schuhbank. Da würde ich sagen, die stellen wir einmal hier ganz nach vorne zu der Garderobe. Dann haben wir hier einmal ein Xylophon. Das stellen wir einfach mal hier oben hin. Dann haben wir hier einmal ganz viele von diesen Bauklötzen. Da packe ich einmal einen dahin. Den hier packe ich hier rein. Und dann haben wir hier noch einmal einen Halbkreis. Obwohl, ich würde sagen, den packen wir da wieder raus und packen anstatt den Sachen hier einmal das hier rein, wenn das dort reinpasst. Und dann packen wir hier wieder die ganzen Bauklötze hin. So. Und dann haben wir hier noch einmal diese Matratzen. Und die würde ich sagen, packen wir hier hin. Allerdings müssen wir das hier, glaube ich, ein bisschen niedriger dafür machen. So. Man könnte die allerdings auch hier oben hinpacken, aber naja, da können wir auch noch was anderes hinpacken. Hier haben wir zum Beispiel einmal einen Kochtopf. Den würde ich sagen, müssen wir einmal abwaschen. Dann haben wir noch so einen Baustein. Den können wir jetzt zum Beispiel hier oben hinlegen. Dann haben wir hier einmal so ein kleines Instrument. Das packe ich hier oben einmal rein. Dann haben wir hier einmal ein Puppenbett. Das können wir auch hier unten hinpacken. Vielleicht hier zur Küche. Dann haben wir hier auch die passende Puppe für. Dann haben wir hier noch einmal ein Teekesselchen. Das packe ich einmal hier oben drauf. Dann haben wir hier noch ganz viele von diesen grünen Bechern. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob wir die hier hinhängen können. Da ist sogar noch ein Platz frei. Und dann haben wir hier noch einmal einen Tisch. Den stellen wir einfach hier oben hin. Der hat hier so zwei Hälften. Dann würde ich das erstmal hier vielleicht sogar hinstellen. Und dann haben wir nochmal ein paar Stühle. So. Und da können wir auch gleich schon mal diese Kanne hier draufstellen mit dem Papierflieger. Und dann haben wir hier noch einmal ein paar Taschen, und zwar einmal diesen Rucksack. Dann haben wir hier einmal einen Schulranzen, den können wir auch hier unten hinstellen. Dann zwei Taschen, und da würde ich sagen, die könnten wir eigentlich auch gleich an die Garderobe hängen, aber ich packe die erst einmal hier oben hin. So, und dann haben wir hier natürlich einmal ein Telefon. Das könnten wir eigentlich auch in die Küche packen. Dann haben wir hier noch einmal zwei Zahnbürsten mit Becher. Einmal in Pink und das Ganze einmal in Blau. Und das, würde ich sagen, kommt dann einmal ins Badezimmer. Und dann haben wir hier jetzt noch einmal eine Flöte, ein paar Stifte,
Dann haben wir hier noch zwei Stifte, die übrig sind. Die könnte man auch hier an die Tafel packen, wenn das hält. Oder nur ein. Dann packen wir hier noch einen auf den Tisch und nehmen dafür hier nochmal die Kanne weg. Die können wir nämlich sonst auch noch hier unten mit draufstellen. Und dann waren da noch einmal dieser Schwamm hierbei übrigens. Dann haben wir hier einmal einen kleinen Notizblock und einen weißen Stift. Damit kann man an die Tafel schreiben. Und dann haben wir hier übrigens noch einmal zwei von diesen hier. Die packe ich auch hier hin. Und da würde ich sagen, packen wir den hier oben hin. Und dann haben wir hier einmal die Erzieherin und ein paar Kindergartenkinder. Dann haben wir hier auch schon die letzte Figur. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.